Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Meine Klamotten sind da, die haben wir vorige Woche Freitag im Stream bestellt, die sind jetzt da. Die werden wir jetzt auspacken und uns angucken. Ich muss nur gucken, wie ich die am besten aufkriege, weil da ist ein Adressaufkleber. Ich muss das so machen, damit man den halt nicht sieht. So. Waren auch ein bisschen viele Klamotten, die ich bestellt habe. Warte mal, ich mach mal den Aufkleber ab hier. So. Brauche ich mir keine Sorgen machen. Sieht man was? Nee, man sieht nichts. Gut. Hätte ich mal vorher dran denken sollen, den abzumachen. Aber das geht jetzt nicht richtig ab. Also schneide ich das einfach raus. So. Super. So. So. Also, ich habe für 200 oder knapp 200, ich weiß es gar nicht, Euro Klamotten gekauft. Den Bon kann ich euch gleich zeigen. Ich habe auch einen Gutschein. Den könnt ihr auch nutzen. Der müsst ihr hier auch. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Den werde ich euch ziemlich hoch anpacken. Nochmal, also ich mache euch den Link zur Webseite drunter und darunter mache ich euch den Code und dann kriegt ihr 10%. Das ist übrigens, was ich hier anhabe, das ist von Spaß kostet. Das ist eins von meinen Lieblings-T-Shirts. Hat jetzt nichts mit Wikinger zu tun, aber ich wollte es euch unbedingt nochmal zeigen. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Die habe ich auch als Pullover mir geholt. Ich finde das so geil. Unten steht hier auch noch Rock'n'Roll. Spaß kostet, werde ich euch auch noch mal verlinken. Unten drunter. Aber jetzt kommen wir erstmal hierzu. Das ist heftig. Das ist heftig viel. So, dann ich fange jetzt einfach mal oben an. Ich nehme das erste runter. So, wartet mal. Hier, ach, hier haben wir den Bon. So. Ich habe für leider auf weißem Shirt nicht möglich. Farbänderung geht nicht, wenn nur wie abgebildet. Sorry. Achso, ich hatte noch, man kann auch noch einen Kommentar schreiben. Und da hatte ich nach der Bestellung noch unten einen Kommentar geschrieben. Ich wollte auf zwei T-Shirts und einen Pullover ein Bild drauf haben, was von einem anderen T-Shirt ist. Und wenn das nicht geht, von einem anderen, da war so der Thorshammer drauf und dann stand Mjölnir. Und da hätte ich den Thorshammer gerne in Rot gehabt und Mjölnir weiter in Schwarz, weil das wäre bei dem roten weißen T-Shirt auch cool gegangen. Da haben sie mir hier geschrieben, dass das leider nicht geht. Das sind 187,93 €. Dann kommt noch 3,44 € Versand. Rechnungs 16% Mehrwertsteuer. Rechnungsbetrag, also 172. Achso, hier kommt, wird noch Geld abgezogen wegen Gutschein. 21,80 €. Dann 27,61 € sind Mehrwertsteuer. Also insgesamt habe ich bestellt für 200,19 €. Kann ich euch leider nicht zeigen, weil da meine Adresse drauf steht. nordischewelt.de heißt der Shop. Hier sieht man auch meine Adresse. Ich mach mal so, dann kann man das sehen hier. Oh, den Ase. Sieht man das? Das bin ich. Und das sind halt. So. Ich werde das mal hier aufgeklappt lassen, dass ich euch den Preis sagen kann. So, dann habe ich einmal bestellt. Das wollte ich damals schon bestellen. Warte mal, ich mache mal die Kamera ein Stück weiter zurück.
So, dann kann ich euch das besser zeigen. Das wollte ich damals schon mal bestellen. Und also bei den letzten zwei, drei Bestellungen oder so. Aber das ist mir immer durch die Lappen gegangen. Das habe ich immer wieder vergessen. Tradition schlägt jeden Trend. Ja. Und da ist auch ein Rückendruck drauf, den werdet ihr wahrscheinlich kennen. So, Odin mit Walknut oben, seine Raben und Wölfe. Den Rückendruck kennt ihr, weil den habe ich mir bei der letzten Bestellung oder bei der vorletzten, das weiß ich, nee, bei der vorletzten, glaube ich, war das. Da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Da habe ich mir den Rückendruck vorne auf dem T-Shirt machen lassen und hinten was anderes drauf. Also das ist auch kein Problem. Ihr könnt auch, also wie gesagt, die Drucks haben sie mir geschrieben. Die Drucke gehen so, wie sie im Shop zu sehen sind. Könnt ihr auch schreiben, dass ihr das dann halt hinten drauf haben wollt oder so. Vorher am besten mal eine E-Mail schreiben. Unter Impressum oder unter Kontakt findet ihr auf der Webseite die Kontaktdaten. Da einfach mal eine E-Mail hinschreiben und sagen, ihr würdet gerne dieses T-Shirt bestellen mit dem Rückendruck von diesem T-Shirt, ob das geht. Und dann sagen sie euch, das geht und dann, was ihr machen müsst. Dann müsst ihr eigentlich in der Regel nur ein T-Shirt, das T-Shirt, was ihr haben wollt, bestellen. Und dann in das Schreibfeld, was am Ende vom Bestellen kommt, Anmerkung steht da, glaube ich, könnt ihr dann reinschreiben, von T-Shirt so und so, Rückendruck auf T-Shirt so und so. Und das ist überhaupt kein Problem. Auch die Größe und so wie sie da sind, sind sie halt da. Oder ihr könnt auch sagen, den Rückendruck weglassen. Ihr möchtet halt nur vorne was haben, weil Rudi möchte sich gerne Walknut, also diese drei Dreiecke, die werdet ihr später noch bei der Hose sehen, die möchte er vorne auf dem T-Shirt haben, klein und hinten groß, mehr nicht. Das werde ich mir wahrscheinlich dann auch noch mal machen lassen. Oh, der ist, oh, heftig. Das, was ich euch jetzt zeige, das wollte ich mir als Axel-Shirt bestellen, auch. Aber als Axel-Shirt gibt es nur bis 2XL in Weiß und Rot und halt anderen Farben. Nee, Quatsch, nur Weiß-Rot, glaube ich, war das. Da haben sie mir aber schon gesagt, dass ab nächsten Jahr wahrscheinlich die Axel-Shirts auch in 3, 4, 5XL bis, glaube ich, 7XL oder so geben wird in anderen Farben. Also ihr könnt, die schwarzen Axel-Shirts haben sie bis 7XL, aber weiß halt noch nicht. Das soll dann nächstes Jahr kommen. Jetzt zeige ich euch das. Das sieht so heftig aus. Also das sah im Shop sah das schon geil aus. Aber das sieht jetzt natürlich, wenn man das jetzt so sieht, mega. Also mit die Motive, also ich finde die immer richtig geil. So, da seht ihr Hugin und Munin, also das sind die Raben von Odin. Und da ist der Viking Kompass drauf. Wartet mal, das ist, oh Gott, das ist der Viking Kompass und das ist, ah, ich vergesse den Namen immer wieder. Das eine steht, dass man den Weg findet und das andere also Weg im Leben und so und das andere für den Weg nach Hause, glaube ich immer. Ich habe es jetzt nicht so im Kopf. Ich werde euch die mal verlinken. Zu Wikipedia gibt es da gute Links und auf andere Seiten, da werden die vernünftig erklärt. So, hier haben wir dann auch noch die drei Dreiecke. Leider halt nur diese Version der drei Dreiecke. Ich finde die anderen, die ich im Nacken habe, finde ich halt viel schöner. Aber das ist mein persönliches. Also so, ich muss das mal ein bisschen hier zusammenpacken. So. So. Oh, das sieht wirklich auch. Und mit Taschen auch noch. Heftig, 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 heftig. Und die Qualität ist super geil. So schön flauschig innen drin, super geil. Da haben auch schon viele gefragt. Der Shop, der ist ja immer, also der ist ja aus Spaß kostet entstanden. Spaß kostet gibt es weiter noch, aber das Nordische, das ist jetzt halt nordischewelt.de und da gibt es nur das Nordische. Und ich bestelle jetzt bei Spaß kostet, also bei Nordische Welt ist es jetzt meine allererste Bestellung. Viele weitere werden folgen. Und ich sage euch auch, so wie es ist, würdet nach mir gehen und hätte ich die Kohle,
Ich hätte den kompletten Shop ratzekatzel leer gekauft. Ich hätte mir jedes T-Shirt geholt. Na, nicht jedes, weil einige habe ich schon. Ich hätte mir jeden Pullover geholt, Achselshirt, Jacke hätte ich mir zwei, drei geholt und Hosen und kurze Hosen und Jogginghosen. Och, hier habe ich ja auch gerade an hier. Kann man das, warte, ich zeige euch das mal. So, hier habe ich dann praktisch, hier steht drauf, ist jetzt ein bisschen dreckig. Ich habe heute die PC-Ecke neu gemacht. Nordic Walking mit dem Torshammer. Und hier haben wir nochmal den Torshammer drauf. Und da habe ich ja noch ein paar, ich will ja auch nochmal ein paar Jogginghosen bestellen. Aber jetzt muss ich erstmal wieder sparen. So, dann haben wir das T-Shirt hier nochmal. In 3XL, das ist meins. Die Marke vom T-Shirt ist Promodoro für die Leute, die es interessiert. Das ist heftig, oder? Heftig. Und hier auch wieder die drei Dreiecke. So. So, das ist. Ach so, und das Kleine ist von Spaß kostet. Da ist das Label von Spaß kostet drauf. Größe L. Das ist für den lieben Soulflyer. Da wurde im Stream donated und so. Da war eins, war die Donation einmal für Rudi. Rudi hat gesagt, ich soll mir dann vernünftig den Anzug holen. Habe ich gemacht. Kommt auch noch ein Video drüber. Der muss erstmal neu geändert werden. Kostet mir auch schon wieder Geld. Und das ist für den lieben Soulflyer. Das werden wir ihm noch schicken. Der ist jetzt gerade noch im Krankenhaus. So, dann haben wir hier den Pullover. Hier haben wir das T-Shirt. Das fand ich auch so heftig. So, sieht man das? Das ist mal was ganz anderes, weil so mit dem normalen nordischen Stil habe ich ja viele. Und hier, was steht hier? Nordmann steht hier drauf. Und hier halt ein Wikinger. Und das sieht so ein bisschen so, ja, so ein bisschen Comic-Look, finde ich. Und hier ist halt auch nochmal der Wikinger-Kompass drauf. Und sowas hatte ich noch gar nicht. So im Comic-Look finde ich heftig. Ja, ein Barthahn hier brüllt. Passt natürlich, denn habe ich auch die passenden Klamotten, wenn Assassin's Creed Valhalla rauskommt. Und hinten haben wir dann nochmal schön groß den Wiking-Kompass. Den lasse ich mir auch noch tätowieren. Der soll ja hier oben reinkommen. In meinen Baum. Und. Ach so, ja, was ich euch erzählen wollte, ja, genau. Wie gesagt, ich habe ja jetzt. Keine Ahnung, 15, 16, 20 Jahre, keine Ahnung. Etliche Jahre schon bei Spaß kostet bestellt. Da müsst ihr auch schnell sein, weil manche Motive gibt es halt nur kurze Zeit. Also ich habe etliche Motive in meinem Schrank, die gibt es so leider nicht mehr. Ich hoffe, dass die nochmal kommen. Vor allen Dingen auch vorne stand Odin statt Jesus drauf. Aber ich wollte es eigentlich nur wegen dem Rückenbild. Und da war auf dem Rücken so ein Bild, so eingerahmt so ein bisschen, so Jesus, so halb zerfressen, weil er ja so lange unter der Erde liegt. Und dann unten runter so als Plakette gemacht, wo ist denn Gott jetzt? Das ist heftig, richtig heftig, sieht richtig geil aus. So, dann haben wir hier auch noch, opala, natürlich, weil es ja Winter, den passenden Kapuzenpullover. Und dann hinten auch, wegen dem Kompass drauf. Ich habe nur Kapuzenpullover eigentlich. Ich habe ein, zwei, wo keine Kapuze dran ist, aber das ist eher selten. Dann habe ich mir einen Pullover noch geholt. Ach, hier ist noch Werbung für Spaß kostet drinne. www.spaßkostet.de. Kostenlose Rücksendung, 30 Tage Rückgaberecht, Expressversand möglich. Bis 8XL. Ach so, dann habe ich mich geirrt. Achselshirts und T-Shirts, also Achselshirts in Schwarz gibt es ja schon, aber die Farben kommen ja noch bis 8XL, nicht 7XL, 8XL. Link packe ich euch in die Videobeschreibung.
So, und dann habe ich hier einen Pullover. Der ist für Weihnachten. Den wollte ich auch die letzten Jahre schon haben. Den haben sie schon ewig im Sortiment. Julfest. Also das Julfest ist praktisch unser Weihnachten. Mit einem Julleuchter. So schönes Muster, so wie man es von diesen nordischen Pullovern kennt. Diese Strickpullover, ihr kennt die doch. Die heißen die Dänen, Dänenpullover oder so. Dann steht halt Julfest drin. So im auch so ein Zickzack-Muster, also nicht gerade sauber, gerade, das ist aber gewollt, wegen Stricken und so. Und hier haben wir ein Wikingerschiff, ein Elch, ein Tannenbaum, Elch, ein Wikingerschiff. Hier haben wir Bäume, Wikingerhelm, Bäume, Wikingerhelm. Ja. Ich lasse das mal so ein bisschen wirken auf euch. Julfest. Das werde ich anziehen. Zu Weihnachten. Also, ja, zu Weihnachten oder halt am ersten Feiertag. Wir fahren am ersten Feiertag zu Schwiegereltern. Und da werde ich das dann anziehen. Puh, so. Und dann kommt das letzte. Da bin ich euch gespannt, ob das passt. Ich werde das mal wieder so wegpacken. Das will ich heute Abend im Stream auch noch mal zeigen. Weil ich wusste nicht, ob ich schaffe, das Video zu machen. Ich weiß auch nicht, ob ich schaffe, dass das Video rechtzeitig oben ist. Weil morgen ist Feiertag und ist alles auch ein bisschen stressig momentan. So, ich habe mir eine, die wollte ich ja eigentlich, da hat der Rudi mit mir meckert, die wollte ich eigentlich anziehen zur Beerdigung und ich wollte mir keinen Anzug holen. Und Rudi hat gesagt, das geht nicht. Meine Frau hat auch gemeckert. Und ja, dann hat meine Frau gemeckert, weil ich auf Rudi gehört habe und nicht auf sie. Oh, das ist aber, das wirkt aber ein bisschen eng, oder? Nö, geht. Geht. Das ist eine 2XL, nee. Eine 2XL? 2XL. Hier ist so ein Schild dran mit irgendeinem B. Brandit. Schöne Hose. So mit einer Seitentasche. Hier. Die werde ich heute Abend anziehen auch. Und dann hier mit. Das ist das nämlich mit Weilknut, was Rudi sich, was ich auf T-Shirt habe, auf Pullover habe. Als kurze Hose habe, als Jogginghose habe. Nee, ja, Jogginghose noch nicht. Das will Rudi dann praktisch klein auf dem T-Shirt haben. Vorne so in der Größe und hinten dann groß. Ich will, brauch's noch auf Jogginghose, brauche ich es auch noch. So, ich werde die dann heute Abend mal anprobieren, in der Hoffnung, dass die passt. Oh, so. Jetzt kann ich gleich noch mit euch mal die Preise durchgehen. Da fragen ja auch immer viele nach, wie was gekostet hat. So. So, also ich lese jetzt erstmal vor und dann sage ich euch die Preise. Ja? Männerarmeehose mit vielen Taschen. Das ist die, die ich euch gerade gezeigt habe. Wotan Knoten Kreis Grau. So wie ich euch gezeigt habe, 2XL, die kostet 33,62 Euro. Ich weiß es gar nicht. Nee, da ist überall die Mehrwertsteuer noch nicht drauf. Die Mehrwertsteuer kommt noch drauf. Also dann kommen noch 5,83 Euro Mehrwertsteuer drauf. Julfest, 3XL Pullover. 28,45 plus 4,55 Mehrwertsteuer. Männer-T-Shirt, die letzte Schlacht, schwarz. Front, rot-weiß. Nordmann. Achso, die letzte Schlacht heißt der T-Shirt und der Pullover. So, der T-Shirt 14,66 plus 2,34 Euro Versand, Mehrwertsteuer. Der Kapuzenpullover 33,62 plus 5,38 Mehrwertsteuer. Ist gar nicht so viel. Männer-T-Shirt Odins Raben Weiß L 14,66. Männer-T-Shirt plus 2,34 Mehrwertsteuer. Männer-T-Shirt Raben Odins Raben
3XL 1466 plus 2,34 Mehrwertsteuer. Männer Kapuzenpullover Odinse Raben Weiß 3XL, ist der passende Pullover dazu, 33,62 plus 5,38 Euro Mehrwertsteuer. T-Shirt Kult der Wikinger, Tradition schlägt jeden Trend, so heißt das T-Shirt im Shop. Schwarz 3XL, 14,66 plus 2,34 Euro Mehrwertsteuer. So, dann können wir hier mal das Licht hier ausmachen. So, dann werde ich heute Abend noch mal im Stream zeigen und anprobieren. Ich muss aber vorher noch eine Wanne, ich bin total durchgeschwitzt. War ein anstrengender Tag. Ich habe die PC-Ecke neu gemacht, habe ja auch gestreamt, habe kurzzeitig, habe euch die PC-Ecke gezeigt, habe jetzt einen neuen Bildschirm, neu nicht, habe mir einen gebrauchten Bildschirm gekauft. Habe jetzt 3,31,5 Zoll Bildschirme da und heute Abend mal gucken. Das erste Mal damit streamen, das erste Mal angucken. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen natürlich freuen. Den Link zum Shop werde ich euch in die Videobeschreibung machen. Den Link zu Spaß kostet werde ich euch in die Videobeschreibung machen. Ich werde euch den 10% Rabattcode in die Videobeschreibung machen. Aber der 10% Rabattcode geht nur bei nordischewelt.de. Also bei Spaß kostet funktioniert der nicht. Nur Nordische Welt. Das ist jetzt zum Beispiel von Spaß kostet. Da kann ich euch empfehlen, guckt mal in die Kategorie. Ah, shit, seht ihr, das habe ich. Ich wollte noch ein extra T-Shirt. Guckt da mal in die Kategorie Rock'n'Roll und bei Tattoos rein und da findet ihr ein paar schöne, coole Motive. Da kommen auch bald neue. Und möglich ist es, wenn ihr zum Beispiel bei Nordische Welt was gefunden habt und bei Spaß kostet, dann schreibt den Jungs mal eine E-Mail und die sagen euch, wie das dann abläuft, weil ihr könnt eine Bestellung machen oder praktisch eine Bestellung machen und beim anderen wird das dann per PayPal, kriegt dann einen Link zu PayPal und überweist dann was oder so. Ich weiß nicht, wie es läuft, weil jetzt vorher war es ein Shop, jetzt sind es zwei. Das wollte ich diesmal machen, habe ich aber verpeilt. Ich wollte ja noch von Spaß kostet Tattoo-Sucht so ein T-Shirt haben. So mit Rot und Schattierung. Richtig geil, sieht richtig heftig aus. Haben wir uns auch im Stream angeguckt. Dann soll es auch möglich sein, dass ihr praktisch bei Nordische Welt bestellt. Und die packen euch die Artikel von Spaß kostet mit dazu. Die bezahlen müssen sie ja werden. Das werden die euch sagen, wie das dann läuft. Und ihr braucht dann nur einmal Versand bezahlen. Das ist dann halt Vorteil für euch. Ihr braucht dann halt nicht zweimal Versand bezahlen. Das ist möglich. So. Geil. Ich bin zufrieden. Ich habe neue Sachen. Schöne Sachen. Ja. Wie gesagt, wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte den kompletten Lidshop, ich hätte den so leer geshoppt. Aber das werden wir öfters machen, mal, denke ich mal. Muss erstmal wieder Geld sparen. Und dann machen wir wieder mal eine Shoppingtour. Aber ihr habt es letztens gemerkt, mit schnell entscheiden ist da nicht. Also ich brauche dann also nur so einen Shoppingtritt. Nur die Klamotten jetzt hier. Was haben wir mit Quatschen mit euch? Habe ich gebraucht 3, 4 Stunden, 5 Stunden, keine Ahnung. Weil dann ditte und dann könnte man dit kombinieren, dit könnte man kombinieren. Ja, dann nehme ich lieber das T-Shirt, weil ich muss ja auch auf den Preis achten. Deswegen sind dann ein paar T-Shirts raus, ein paar neue wieder rein oder dann dit raus wieder rein. Ich bin da sehr, sehr unentschlossen. Wie gesagt, ich hätte am liebsten alles. So, aber nichtsdestotrotz. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.